Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online. Da wir im letzten Part zum allerersten Mal mit einer Superwelt erfolgreich abgeschlossen haben, bin ich gerade mega krass motiviert, noch einmal mir irgendeine Superwelt anzutun. Und ich habe hier gerade eine gefunden, Super Mario World. Diese Welt würde ich mir mit euch gemeinsam sehr gerne einmal anschauen wollen und natürlich auch zu Ende spielen. Hilfe, Hilfe, ruf die Peachy Michi. 30 Versuche, so wie man das kennt, hier in den Superwelten. Okay, gut, Mario hat sich jetzt gerade, ja, sportlich gesehen, warm gemacht und da ist er. Beginnen wir doch mal mit dem ersten Level von dieser Welt. Bin schon gespannt. 1-1, but with a twist. But with a twist? Ja, Sätze mit but sind immer so eine knifflige Angelegenheit. Weil das bedeutet ja immer, dass man noch eine Sache berücksichtigen muss meistens. Okay, der Anfang erinnert mich sehr stark an den ersten Level aus Super Mario Bros. Jetzt extrem heftig weh, hier ist ein versteckter One-Up-Pilz. Okay. Oh, und ich habe ihn nicht bekommen? Was bin ich denn für eine Pflaume? Ich glaube, ich spinne. Heftig, ich habe original den One-Up-Pilz nicht bekommen. Okay, sehr schön. Jetzt verstehe ich, warum diese Welt Super Mario World heißt. Ich dachte, das könnte vielleicht sogar irgendetwas Super Mario World-mäßiges sein aus dem SNES Teil. Also, ihr kennt auch Super Mario World für Super Nintendo. Ich dachte, so etwas ist das. Aber okay, mal gucken, wie der zweite Level sein wird. Das ist jetzt auch ein Level aus Super Mario Bros. Ich glaube, ich spinne. Also so habe ich das erste Level in Super Mario Bros. Noch nie beendet. Aber in den Remakes geht das klar, ganz besonders in Super Mario Maker. Gut, ja, dem Level gebe ich auf jeden Fall ein Teilchen, da das etwas ziemlich Nostalgisches war. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Der Hintergrund war auch nice und außerdem herrschte dieses Mal Winterzeit, was auch eine nette Abwechslung ist. Okay. Was haben wir hier? Lass die Ballons platzen. Ja, erstmal aufblasen. Aufblasen. Nochmal. Vielleicht nochmal, aber jetzt wird Bumm gemacht. Yeah, ein Wunderpilz. Immerhin. Okay. Ich würde vorschlagen, wir checken das Wunderpilzhaus hier oben auch einmal gleich ab. Okay, dieses Mal ein bisschen schneller. Mal gucken, ob das was bringt. Schnell. Noch einmal. Das reicht. Oh, diesmal bekommen wir 3 One-Up-Pilze. Ja, vielleicht hat das was mit der Geschwindigkeit zu tun, je nachdem, wie schnell man auf den A-Knopf drückt. Aber wenn man Super Smash Bros. Ultimate spielt, dann ist man spammäßig gut geschult. Alles klar. Let's go. The door easy. Die Tür einfach. Also wenn man das jetzt wortwörtlich ins Deutsche übersetzen würde. Okay, eine Tür. So. Mal gucken. Hä? Und nun? Gibt es hier irgendwo einen versteckten Pilz? Oder einen versteckten Block? Einen habe ich schon mal gefunden. Okay. Kann es sein, dass da oben vielleicht eine Tür ist? Aha, okay. Irgendwie kommt mir dieser Level auch bekannt vor. Woher kenne ich den Level? Irgendwie kommt er mir bekannt vor, doch. Oder aus dem 3DS-Teil? Ich habe keine Ahnung, aber irgendwoher kenne ich diesen Level. Ganz besonders den Anfang. Ich glaube, ich habe schon mal ein Level durchgezockt, wo ich nach unsichtbaren Blöcken Ausschau halten musste, um ganz oben links die Tür zu erreichen. Okay, alles klar. Ist bis jetzt eine sehr, sehr sanfte und leichte Welt. Leicht zu spielen. Kann ja gleich, falls ich in diesem Part schon mit dieser Welt komplett durch sein sollte, mit einer Welt anfangen, die ein bisschen schwieriger ist. Ich meine, man kann sich ja auch einmal anschauen, wie viele Leute sich die Welten schon angetan haben und wie viele Bewertungen verteilt wurden. Das sagt ja auch einiges aus. Okay, das war's. Dann checken wir gleich einmal das Schloss ab. X. Nee, ich drücke mal auf A. 34 Versuche. Sollte ausreichen. Ja, die Versuche sollten komplett ausreichen. Erreiche das Ziel als Super Mario.
Okay. Je nachdem, unter welchen Umständen wir uns befinden. Okay. Nein, pass auf. Heftig. Nicht zu unterschätzen. Da ist die Chance, jetzt an einen Pilz ranzukommen, aber den bekomme ich nicht mehr. Alleine schon wieder der erste Level aus Super Mario Bros., aber dieses Mal unter Wasserumständen. Ein Pilz, genau. Nein, pass auf. Nein, ich glaube, ich spinne. Seit wann geht das denn? Normalerweise geht doch der Pilz durch Gumba hindurch, oder nicht? War das nicht so? Okay, eine Möglichkeit sollte es noch geben. Uiuiui, das wird ein bisschen knapp. Hä? Was ist denn hier los? Was für ein brutaler Level. Mist, den kann ich nochmal wiederholen. Ja. Es sei denn, es gibt hier irgendwo einen versteckten Power-Up-Pilz. Das wäre zu lustig. Ich check das mal kurz ab. Auf einmal gibt es den wirklich. Ich finde im Moment nichts. Nee, noch einmal. Neustart. Okay. Dass hier plötzlich Wasser aufsteigt, das ist nicht das Problem. Dass wir eher uns im Scrolling-Modus befinden, das ist das Problem. Hä? Ach, dieses Mal ist der Pilz hier. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir dennoch die Feuerblume nehmen sollte, falls man sie bekommen kann. Weil ich kann mich dann irgendwie treffen lassen und wäre dann in der Superform. Aber was ist, wenn ich keine Gegner um mich herum habe? Das kann auch in der Tat passieren. Ich habe es mir anders überlegt. Wo war nochmal der Stern? Ah, auf der anderen Seite. So genau, bleib oben. Gar nicht mal verkehrt, die Idee. Hier wird das bisschen eng. Super. Wie jetzt? Hä, ich war doch eben gerade auf den lilanen Blöcken. Hä? Diesmal habe ich es in der Superform geschafft. Aber die lilanen Blöcke sind auf einmal verschwunden, oder wie? Hä, das ist doch mega strange. Ach so, soll ich mal das Rohr benutzen? Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist doch voll die Abkürzung. Nee, die Blöcke lasse ich einfach mal in Ruhe. Hä? Okay, nice. Schnell. Ah, okay, alles klar. Merkwürdig. Es ist ja nicht so, dass die lilanen Blöcke allzu weit entfernt sind von einem. Naja, gut. Hat schon bestimmt seine Gründe. Dem Level gebe ich trotzdem mein Teilchen. Die Idee war lustig. Ganz besonders im Scrolling-Modus. Für eine sehr, sehr kurze Welt. Eine kleine Welt. Aber war schick. Das da ist Mario. Na egal. Das spare ich mir. Irgendwie habe ich gerade kein Gefühl für so einen, ja, niveaulosen Witz. Manchmal gibt es so Momente, da sind so dumme Witze irgendwie voll lustig, aber jetzt habe ich das passende Gefühl nicht gehabt. Du hast zwei Superwelten abgeschlossen und dafür das Waschbär-Mario-Set erhalten. Yeah, nice. Okay, mal gucken. Was haben wir hier? 3, 4, 8. 8 wäre, glaube ich, zu viel für diesen Part. Das würde klar gehen für diesen Part. Im nächsten Part kann ich ja sehr gerne, ja, diese Welt oder diese Welt sogar ausprobieren. Und im übernächsten Part vielleicht diese Welt. Ja, gar nicht mal verkehrt die Idee. Wir ziehen erstmal mit dieser Welt durch. Lustige Symbole am Start. Wow, der Beat. Wow, der Beat. Das fühlt sich so an, als ob man hier Super Mario Bros. 3 spielen würde. Okay, beginnen wir doch erstmal mit so einem Level. Wir haben zwei Versuche. Das ist auch mal was Neues. Normalerweise 30. Okay, interessant. Aber ich habe das schon oft erlebt, dass ich mit 30 Versuchen ja, angefangen habe. Okay, oft. Das ist voll übertrieben, wenn ich das sage. Ich glaube, bis jetzt habe ich zweimal den Weltbauen-Modi wahrgenommen. Und einmal im Stream, glaube ich. Ach, ich bin auch so ein Schnacker, sorry. Manchmal gibt es Wörter, die ich falsch benutze. Aber dann checke ich das selbst und korrigiere mich dann selbst in den Parts oder wenn ich zum Beispiel irgendwas schreibe. Was für ein chilliger Level, ganz besonders die Melodie. Ist das so ein Beat-Level oder wie? Gibt es nichts, was ich machen kann? Deswegen vielleicht zwei Versuche? Boah, der Beat, ey. Oh ne, die Wonderpilze. Boah, jetzt geht's ab, glaube ich, mit dem Beat. Jetzt geht's, glaube ich, ab. Aha.
Oha. Da hat sich jemand Mühe gegeben. Oh. Halbmond. Ach, da ist ja schon das Ziel. Ah, die 10er-Münze habe ich ein bisschen zu spät erhalten. Aber bildmäßig war das okay. Ja, ich gebe dem Level auf jeden Fall ein Teilchen. Ich denke, die Person würde sich auch darüber freuen. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das nicht so einfach ist unbedingt. Aber vielleicht doch, ich habe es noch nicht ausprobiert. Okay, was haben wir hier? Wir haben jetzt 21 Versuche. Haben wir eben gerade 2 Versuche gehabt oder stand da 20 und ich habe mich nur verlesen? Irgendetwas ist passiert und ich bin heute sehr, sehr slow, um die Sachen zu verstehen. Ach, das ist wirklich so eine Welt, wo man sich Beats reinzieht. Okay, auch nicht schlecht. Hey, was ist denn das da? War das eine schwarze Blume? Hey, ich glaube, ich spinne. Ich habe den Fragezeichenblock einfach nicht erwischt. I'm stuck. I stuck. Wieso? So macht man das. Da ist doch ein On-Block. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich das wiederholt hier. Sag mir bloß nicht, dass da eine Ranke ist. In diesem Fragezeichenblock. Ein fliegender Bonapilz. I'm stuck. Ah, okay, jetzt geht's weiter. Upsa. Ich dachte, da ist eine Checkpoint-Fahne. Kann man da oben hinspringen? Von hier aus ist es ein bisschen schwierig. Komm schon, die 10er-Münze will ich mitnehmen. Den Stachy-Helm hätte ich gerne mitgenommen. 10er-Münze kriege ich gerade nicht mehr hin. Mist, die Münzen kriege ich auch nicht mehr. Oh, komm schon. Ey, das sind Feuerblumen. Ah, okay, ich kann den Monapilz vielleicht noch bekommen. Ich kriege ihn. Nice. Zurück. Geht nicht mehr. Durch das Rohr. Boah, jetzt geht's los hier. 1. 2 people are lying. Stop lying. Warte mal, liegen oder lügen? Okay, ich muss mal gleich in den Duden einmal reinschauen. Oh, pass auf, das wird hier pieksig. Mist, ey, der Block hat mich daran gehindert, Feuerblume zu mir zu nehmen. Aktivieren. Habe ich trotzdem gemacht. Och nö, jetzt geht's wieder zurück. Aber das Spiel denkt sich trotzdem, ich habe den Level zu Ende gebracht. Ein Herzchen und Tanks. Ey, krass, Mann. Ich finde den Level oder allgemein solche Level irgendwie ziemlich kreativ. Naja. Ich habe jetzt naja gesagt, weil mir das gerade ein bisschen zu lange dauert mit der Verbindung, dass wir hier raus können und so. Ach ja, Dezember. Ganz besonders die letzten 2 Wochen. Internetmäßig läuft so einiges schief wie jetzt gerade. Schließen. Okay, hoffentlich kann es wieder wie gewohnt weitergehen. Ich musste gerade einen Test machen, ob alles gut ist mit der Internetverbindung und so wie es aussieht, ja. Hin und wieder werde ich aber mal vom Server rausgekickt. Ja, wie bereits erwähnt, seit 2 Wochen haben wir in der Nachbarschaft sehr, sehr schlechtes Internet am Start. True Story. Ja, hinein. Dann kommen wir da raus. War nicht schlecht. Okay, Start. Ja, warum nicht? Dieser Level, der nächste Level und noch ein Starts-Level. Mal gucken, ob ich jetzt auch im nächsten Part direkt mit einer Superwelt anfangen werde oder ob ich mir doch die neuesten Leveln anschauen werde. Das wäre gar nicht mal so verkehrt, oder? Darauf hätte ich auch Lust. Ich meine, in den Kommentaren habe ich das auch so verstanden gehabt, dass der ein oder andere das auch gerne so macht. Ja, wenn ich dann so sowas Videos machen kann, dann kann das auch ziemlich chillig werden, denke ich. Ey, auf einmal ist das Schlosslevel genauso. Das wird ein musikalischer Part. Also nichts mit Gegner bekämpfen, auf sie raufspringen, sie mit Items irgendwie besiegen. Nee, wir schauen uns One-Up-Pilze an, sehen uns Bilder von Peachy Michi an. Hin und wieder gibt es auch
Knochentrockenpanzer hier und da. Da sind auch noch einige Bonner-Pilze, die gerade in Bewegung sind. Richtig cool, das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht tun. Kann ich aber nur diese Schritte drücken hoch und da ist das Ziel. Ja, wie aktiviert man den P-Schalter? Okay, nichts gesagt. Haha, dieses Mal musste Mario die Tür öffnen. Normalerweise ist es so, dass er einfach da in das kleine Schloss reingeht. Okay, da ist aber noch ein Level. Was passiert, wenn wir da hochgehen? Okay, geht's von hier aus weiter oder wie? Okay, diesen Level schauen wir uns auch nochmal an. 43 Versuche. Was passiert eigentlich, dass wir plötzlich so viele Versuche bekommen? Ach, jetzt versteh's. Ich habe eine Auto-Scrolling-Welt erwischt. Ja, gut, Kancha. So nach 16 Minuten gar nicht mal so verkehrt. Okay, Leute, ich hoffe, das stört euch nicht, dass ich jetzt so ein Part hochgeladen habe. Aber ich werde nach diesem Part darauf achten, dass ich jetzt nicht ständig solche Parts bringe. Hin und wieder kann das ziemlich lustig werden. Aber ich denke, der eine oder andere hat auf etwas ganz anderes Lust und auf das habe ich auch Bock. Oh nee, ich habe den Notenblock nicht erwischt. Tschüss. Go? Okay. Kann ich hier irgendwas machen oder muss ich mir das anhören? Ja, ganz ehrlich, wenn man so in der Nacht gerade am Rumliegen ist, entweder selbst am Zocken ist oder sich ein Video anschaut, dann ist das ziemlich chillig. Doch, okay, dann mache ich gerade ein Video für chillige Momente. Ich muss das Video halt irgendwie so anmerken, dass die Leute dann Bescheid wissen. Och, da ist ja ein extra chilliges Video am Start. Oh, ich habe das leider nicht verstanden. Gang? Was für eine Gang? Okay, alles klar. Weiter. Okay, Schlosslevel. Auch so ein Auto-Scrolling-Level. Ich glaube, das ist eine komplette Auto-Scrolling-Welt. Oh. Ach, was soll's. Wenigstens habe ich dann mit einer weiteren Superwelt abgeschlossen. Ah, okay, das war's, oder? Ah, nice. Okay, jetzt kann ich wieder laufen. Ich kann auch jumpen. Yeah. Run. Einfach nur lauf. Muss ich echt nur laufen? Der Beat ist aber cool. Da ist ein Rohr. Ding, ding, ding. Dieses Geräusch kennt man. Als Mario-Spieler oder als Mario-Spielerin. Hui. Lauf, Mario, lauf. Aber wohin laufe ich? Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich verstehe den Level nicht. Ist egal, Mario. Hauptsache, du erreichst die Fahne. 10er-Münze. Was? Wir haben jetzt schon 62 Versuche? Ich check das alles nicht. Und da ist auch das Ziel. Ja, chillig. Lustige Sache. Okay. Dem Level gebe ich mal ein Teilchen. Warte mal, was passiert, wenn ich hier auf L und R drücke? Ach so, wenn ich auf R drücke, dann pausiert das hier alles. Wenn ich auf L drücke, dann kann man das so einstellen, dass das einem schneller angezeigt wird. Okay. Gut, einfach nur auf Weiter. Jetzt habe ich voll auf das falsche Symbol gedrückt. Sind wir jetzt fertig mit dieser Welt? Naja, ich meine, ich habe Mario und Yoshi und Peach gerade nicht gesehen. Hör auf, es geht weiter mit dieser Welt? Ach was. Wieder so eine Auto-Scrolling-Angelegenheit. Okay. Gut, ich würde vorschlagen, wir ziehen das alles einfach in diesem Part durch. Ach, da muss man rein. Einfach nur vor dem Rohr stehen geblieben. Y. Ich bin ein T. Joe will Safa. Also wenn Safa gemeint ist, dann müsste man es mit Doppel F schreiben. Erwischt, erwischt, erwischt. Bob-Oms. Kann es sein, dass ich auch so Münzen kriegen kann? Wenn zum Beispiel Gegner wie Bob-Oms explodieren? Ja, ne? Nochmal.
frage mich gerade, ob wir mit dieser Welt in diesem Part abschließen sollten. Ich frage mich, ob wir mit dieser Welt... Doch, ich habe das doch richtig gesagt. Das war richtig, sorry. Ich dachte, ich habe den Satz gerade komplett falsch ausgesprochen. Ich überlege gerade, ob wir mit dieser Welt in diesem Part abschließen sollten oder ob wir im nächsten Part weitermachen sollten. 8-7. Na, ich meine, so viele Leveln sind ja nicht mehr am Start, oder? 2. Was passiert, wenn wir diesen giftigen Pilz da besuchen? 3 Leveln. 2 normale und ein Schlosslevel. Und was passiert hier bei dem Giftpilz? Okay. Oh yeah. Check den Beat aus. Yeah. 1, 2, Mikrofon, check. In der Nacht. Auf ganz chillig. Ach, ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich sagen soll. Irgendwie habe ich voll Bock, mir den Beat selbst in Ruhe anzuhören. Aber jetzt die ganze Zeit nichts sagen, das geht auch nicht klar. Man fühlt sich auch komisch dabei, wenn man die ganze Zeit vor dem Mikrofon sitzt und nichts sagt. This sound is good. Naja, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Habe einen Satz aus einigen Wörtern gebildet. Rein da. Ui. Die Koopas wurden gerade angegriffen. Notenblock habe ich dieses Mal erwischt. Super. Aber ich finde den Beat aber ziemlich chillig. Nice. Ruhig. Ach, ganz ehrlich. Ich habe jetzt meinen Kopfhörer auch nicht ganz auf. Aber das kann ich ja jetzt machen. Ja. An solchen Momenten kann man das machen. Ist ja nicht so, dass ich mich darauf konzentrieren muss, rechtzeitig zu springen oder so. Ui, so viele Münzen. Aber die konnte ich nicht nehmen. 92 Versuche. Ich glaube, ich spinne. Jetzt bin ich gespannt, was passiert bei dem giftigen Pilz. Okay. Ach was. Ist das ein Secret Level? Gegen die Zeit? Speedrun. Okay. Interessant. Ach was, jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Ich glaube, jetzt würde es sich definitiv lohnen zu cutten, oder? Aber ich bin gerade am Belegen. Mist, Hänger gehabt. Ich bin gerade am Belegen. Ich glaube, es wäre gar nicht mal so verkehrt, hier einmal einen Cut zu machen. Warte mal. Wenn ich auf Level beenden drücke, was passiert? Jetzt würde es sich tatsächlich lohnen. Ich dachte, das wird wieder so eine richtig chillige Angelegenheit. Wisst ihr, was ich meine? Also einfach nur irgendwo chillen und sich ein Beat reinziehen. Nee, so ist das doch nicht. Ich würde vorschlagen, dass wir ab dem nächsten Part von hier aus weitermachen, damit dieser Part jetzt nicht unnötig lang wird. Und außerdem kann ich dann auch im nächsten Part ein bisschen rumschneiden. Ich meine, in diesem Part muss ich sowieso noch ein bisschen rumschneiden. Okidoki, Leute. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Macht es gut und tschüssi, Leute.